Rassistische Kommentare wegen den Anzeigen Hauptmeister. Jetzt bin ich gespannt, Jungs. Leute, ich bin komplett verwirrt. Hört wieder, ich finde die Anzeigen Hauptmeister, ich finde die gut, sag ich so wie es ist. Wollte nicht irgendwie Monte sie mit den Anzeigen Hauptmeister treffen? Hat mir Malte zumindest erzählt. Oh, hier oben, man trifft den Anzeigen. Also, aber OOC, sollte das nicht passieren? Also, hat mir Malte erzählt. Euch geht das Thema Anzeigen Hauptmeister vermutlich genauso auf die Eier wie mir. Danach gefühlt. Ich bekomme davon echt ganz wenig mit. Also wirklich nur sehr wenig. Eine Milliarden Uploads zu ihm müsste man. Kaffee, Bro, nicht spammen, du bist nicht getimeoutet. Einen. Alter, ist doch langsam mal gut hier. Doch wisst ihr, was mir vor kurzem in die Timeline gespült ist? Eine Werbeanzeige von dem Modehaus Zinser mit Niklas als Protagonisten. Das ist bosshaft. Wir überschreiten mit ihren Löchern die zulässige Lochgröße. Das ist eine klare Behinderung für die Altstadtsicht. Hose vergehen leider zur Anzeige bringen. Schlaghosen sind seit den 80ern nicht mehr zugelassen. Also die Schuhe. Hey Jungs, aber Real Talk, der Mann weiß, wie der Hase läuft, Bro. Ich komme auch durch keinen TÜV mehr. Wir leben doch in einer Simulation, oder? Ja, Jungs, sag ich, wie es ist, finde ich schweinegeil. Das kann niemals die Realität sein. Mit das Shirt muss ich Ihnen nur 50 Euro. Ich gehe auf deine Insta-Bilder unanieren. Wieso ist mein Instagram-Account auch öffentlich? Woche aufschreiben. Bettig ist nur bis 12 zulässig. Ich glaube, wir haben aber auch voll die Kontrolle verloren, oder? Was? Ja, mit so einer Jogginghose. Alter, das ist die CO-Jogginghose, du Keck! Oha! Und jetzt gibt's ja auch nochmal den Typen hier, der Meinung ist, yo! Oh nein, Leon, was Oh, Anzeigenhauptmeister, da muss ich noch mal ran. Denn nur er hat diese wirklich wichtigen Fragen an Niklas. Kennst du 5 gegen Willi bis einer kotzt? Kenn ich nicht. 5 gegen einer kotzt? In Willi bis einer kotzt? Was ist das? Was ist der Aspekt, was einer kotzt? Also das für mich... Das muss man ausprobieren. Du Kranker. Doch Leute, die Kommentare unter diesem Video sind wirklich anders wild. Also ich verspreche dir, bei einer ganz bestimmten Kategorie von Kommentaren wirst du definitiv geschockt sein, also... Du hast bereit, geschockt zu sein? Zumindest ich habe damit gar nicht wissen, das ist krank, dass du das weißt. Nicht gerechnet. Denn natürlich, wie man es auch gar nicht anders erwartet, wenn entweder Niklas oder dieser andere Typ an dem Video ist, dann gibt's immer Kommentare wie... Wer guckt diesen Clown noch? Naja. Oha. Es wird natürlich generell das Opening kommentiert. Ich sehe hier 2 Hurensöhne auf Tour. Die kleine Begrüßungsrunde. Salam alaikum. Bah, ich hätte seine Wichsflosse nicht geküsst. Und auch alles andere, was da so im Video passiert. Hitlergruß, es gibt eine Anzeige. Ey, laber doch keinen Scheiß. Oh Mann, Jungs, das Internet ist furchtbar. Wieder lernen wir Shares. Es ist nicht besonders cool, aber der macht es einfach smart. Es gibt diesen kleinen Knecht hier. Doch warum wollen eigentlich so viele ein Foto mit dem Anzeigenhauptmeister? Sind das wirklich alles Fans von seiner Arbeit? Findet man auch eine sachliche Meinung zu diesem skurrilen Hobby von diesem Mann? Oder ist die meiste Kritik eher, ich sag jetzt mal, übertrieben formuliert? Gibt es schon eine Petition, um diesen Typen die Grundrechte zu entziehen? Bro, hallo Shit, Digga, war mal Grundrechte, das kann nur wirklich extrem entzogen werden. Und jetzt kommt. Jetzt wird ja debattiert, ob Höcke zeitweise Grundrechte entzogen werden. Wie, you know, Äußerungen, gab's so ein paar. Die ich nicht wiederhole, sonst kriegt, glaube ich, Ärger. Warum findet man auch häufiger solche Kommentare? Also nicht nur nicht, dass irgendwelche Goofies auf Twitter das sagen, sondern wirklich juristisch. Video. In Hamburg soll das sein? Könnte auch Nordafrika sein. Was? Sehe nur Ausländer. Was? Hamburg ist auch verloren, nur Ausländer. Das ist doch alles nur noch Klaus Walter, krank. Nein, dieser Kommentar ist krank. Ich glaube, er wird nicht durchkommen. Genau, diese ganzen Fragen werden wir heute klären. Doch an der Stelle mein Sponsor. Okay, Agent Smith, hacken Sie das. Oh, wieso, Digga, wieso hast du deine Krawatte falsch? Also, was ist das? Geht klar. Okay, okay, Hemd dann, deswegen aber. Ach, verdammt, okay, NordVPN. Es geht nicht. Was? Warum nicht? Sie verbergen scheinbar Ihre IP-Adresse mit CyberGhost VPN. Gut, dann lokalisieren Sie den Server. Geht nicht, es kann einer von 11.000 Servern aus 100 verschiedenen Ländern sein. Gut, aber es ist kreativ. Lesen Sie halt einfach die Daten von CyberGhost aus. Auch das wird nicht möglich sein, denn CyberGhost speichert dank seiner No-Log-Policy keine Daten von Kunden. Ich meine, nicht umsonst haben die ein 5-Sterne-Ranking bei Trustpilot. Verdammt, woher haben Sie die Mittel, sich etwas derartiges zu leisten? Sir, Sie bekommen scheinbar 83% Rabatt plus 4 Monate Gratis. Dieses 83% gefühlt ist das immer Scam, Bro. Gefühlt ist immer, wenn es mehr als 50% sind, ist es gefühlt Scam, es sei denn, es ist sowas wie so ein Schlussverkauf. Weißt du mal, wo du einfach wo dann wirklich raus musst. Wisst ihr, ich meine? Wartest und somit zahlst. Gefühlt ist das dann. Nur 2,03 € im Monat. Ja, okay, aber trotzdem brauchen sie so das. Krass, ja. Dropshipping. Ja, bei CyberGhost kann kein Dropshipping sein, aber ihr wisst, was ich meine, oder? Für jedes Gerät einzeln. Eben nicht, mit nur einem Abo kann man 7 Geräte gleichzeitig schützen. Und die können damit auch Geoblocking umgehen und somit bei über 40 verschiedenen Streamingdiensten auf Inhalte zugreifen, die in unserem Land gar nicht erhältlich wären. Was? Dann kappen sie die Verbindung, bevor sie uns die neueste Folge von One Piece spoilern. Raffi ist Darth Vaders Vater? Nein! Schütz dich jetzt mit. Ich weiß nicht, wer Raffi ist. VPN. Link ist in der Videobeschreibung sowie in den Kommentaren angepinnt. Okay. Doki. Okay, also eins vorweg, natürlich gibt es auch einige Leute, die haben überhaupt kein Problem mit dem Anzeigenhauptmeister. Ich habe kein Problem mit dem Bruder. Bestes Video des Jahres. Nein, Dennis Bro, oh Herr, Mann. Das habe ich super oft gelesen. Moment mal, Dennis Bro. Oh ja, das gibt's ja nicht. Kennt ihr den noch? Ich erinnere mich noch an den. Ungefähr so qualitativ waren sind auch meine Streams, würde ich einfach nur mal dran erinnern. Aufgefallen, dass die Lippen vom Hauptmeister so aussehen wie die von Kim Possible? Naja, vielleicht.
True. Ja, schon irgendwie. Vielleicht ein bisschen. Impossible. Und natürlich jetzt auch zwischendrin wieder Kommentare, die einem so aus dem Leben kicken, wie diese Frau da im Hintergrund. Also ohne Scheiß geht's dir gut. Was ist mit der? Hat bestimmt einen süßen Popo, dieser kleine Schlingel. Du Schlingel. Der muss sowas von stinken unter seinen Klamotten, seine ewig langen Haare erst. Achtet mal auf seine Fingernägel. Bäh. Jetzt pass mal. Bro, hä? Auf, du Pfui-Trottel! Toller Mensch, ich sehe euch, liebe dich. Dann gab's erstaunlich viele Kommentare, die überrascht waren, dass Niklas lange Haare hat, wobei ich mir denke, das ist doch scheiße. Wen juckt's? Egal, oder? Genauso wie der Fakt. Nee, Jungs, das kann gar nicht sein, dass die Männer lange Haare haben, weil das sind dann Flöhe. Bei Frauen oder Frauen kommen einfach keine Flöhe, aber es ist wirklich so, vertraut mir. Dass er halt momentan kein Interesse an einer Beziehung hat. Bist du Single? Hab ich auch nicht, Jungs, deswegen, ich habe auch kein Interesse, deswegen, haha. Ich will das gar nicht, also. Eigentlich Niklas. Ja, weil das ist günstiger und kostet. Ja, es ist günstiger! Ich liebe den Bruder! Ich liebe den Bruder so unfassbar! Sportzeit. Also hat er nicht nur. Es ist günstiger und spart Zeit, aua! Autismus, der muss auch noch schwul und asexuell sein. Oh, Herr, mal Internet zugeschlagen, Jungs. Selbst wenn es so wäre, hättest du dann damit ein Problem? Aber Typ Frau, wäre braun-blond? Nee, gar nicht. Ach, das auch nicht. Am liebsten gar nicht, weil das kostet alles Geld. Eines. Das kostet alles Geld! Oh, Bro, ich find den so witzig, Digga. Das hat der Dude aber nichts. Digga, gib mir so, wie kann der 18 sein, Bro? Er gibt mir so krass den Vibe, wenn Udo 50 der sitzen gelassen wurde. Weil ich mir aber auf die positive Art und Weise. Hast du trotz verstanden? Frauen kosten Zeit, Geld und Nerven. Lohnt nicht. Yeah, so nehme ich. Alle Frauen sind gleich. Yeah, 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 yeah. Die kosten alle Geld. Bah, 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 bah. Frauen. Die geht. Ich hab Angst vor Frauen. Was ich dagegen aber nicht wirklich scheißegal finde, ist diese so Jumpscare, weißt du, ich meine? Spannende Theorie, dass der Anzeigenhauptmeister angeblich gar nicht existiert. Wie einfach niemand merkt, dass es alles nur geschauspielert ist. Klein Belzen aus Raft, Alter. Schauspieler? Ohne Scheiß, das wäre ein Plot-Twist, den würde ich so. Das wäre Redo, das wäre krass, Jan Böhmer hat zugeschlagen. Feiern, alter Schwede, wer diese Rolle gut gespielt. Das eine Schild sagt, parken auf dem Gehweg mit Parkschein und das andere sagt, absolutes Haltverbot auf dem Seitenstreifen. Das widerspricht die doch hier. Die zwei in Gelb sollte man 6 Monate nach Gaza schicken. Warum ist das Internet so? Warum ist das Internet so? Kommentar sollte es gar nicht geben, ohne Scheißen, denn lass mal ins Verschwinden kommen. Ja, Cardi, lass dir den Kommentar schmecken, Mann. Hatte er schon immer eine britisch kurze? Achso, nee. Bro, er kennt die Katze, aber die sieht geil aus, wie du. Das ist ja eine sehr so edle Katze aus, weißt du? Das haben nur reiche Leute. Nee, die haben wir erst seit 2 Wochen, aber süß, oder? Sehr. Ich würde sie gern fressen. Süß, ja. Doch wisst ihr, wer noch süß ist? Ihr. Sorry. Im letzten Video habe ich ja mein Klemmbausteine-Set vorgestellt und dazu eine Start-Next-Kampagne gestartet. Bei der jeder. Ich meine doch euch, ihr seid auch alle sehr süß. Außer die Minderjährigen hier. Jetzt nur die Volljährigen mit angesprochen. Der Bock auf. Das stand außer Matthias. Ach, okay. Das Set hat sich das dort holen kann. Und alter Schwede, ihr hattet so Bock auf dieses Projekt, dass wir nach 2 Tagen das Spendenziel schon erreicht haben. Und mittlerweile haben wir auch die 15.000 durchbrochen. Das heißt, ich lege eine Zeo-Minifigur nochmal kostenlos in das Set mit rein. Leute, kurzes Update. Wir haben uns da was überlegt. Sobald wir die 20.000 erreichen, lege ich noch Kali als Minifigur dazu. Die könnte natürlich so aussehen, nur natürlich halt eben in Grau. Und ja, ihr wisst schon, ne? Und sollten wir wirklich die 30.000 erreichen, dann können wir uns noch um eine richtig nice Verpackung. Ich finde diese hier richtig schön, die ist matt. Ich fände es cool, wenn er einfach so ein Klopapier entwickelt. Schwarz, man könnte das Zio-Logo oben drauf drucken und die hat auch einen Magnetverschluss. Das ist schon sehr, sehr geil. Ich glaube, das wird das Set immer so richtig aufwerten, also ich hoffe, wir schaffen das. Aber hier ein ganz großes Dankeschön an euch. Und falls du noch kein Zio-Klemmbausteine-Set hast, also der Schrift deines Vaters stand außer Mathe, okay? Dann check die Kampagne doch gerne mal aus. Ja. Okay, wo waren wir nochmal? Ah ja, lass uns mal drüber reden, wer sind diese ganzen Menschen, die Bock? Bro, wieso sehen die auch alle gleich aus irgendwie? Haben mit Niklas Fotos zu machen, sind das alles Leute, die feiern, was er da so tut? Naja, manche tatsächlich schon. Konstantin Meinan. Ja, Anzeigenhauptmeister. Ich bin sehr froh, dass es gibt solche Menschen. Andere halt eher nicht, sehen das Ganze aber halt eher. Bro, der Polizist hat ein Foto gemacht, das Bosser. Was halten Sie denn von seinem Einsatz? No. Aber es gibt auch die, die Fotos machen, aber in Wahrheit ihn richtig scheiße finden. Das glaubt Ihnen keiner, ne? Was sagen Sie zu dem Anzeigenhauptmeister? Unmöglich. Wie, gut oder schlecht? Schlecht. Die Oma ist das perfekte der Beispiel von Dummheit. Bro, Jungs, wieso sind Kommentare so? Ich will ein Foto von ihm, aber verachtet ihn eigentlich. Was stimmt denn bei solchen Menschen nicht? Okay. Rüdiger, ich würde sehr gerne ein Foto mit Anzeigenhauptmeister haben. Das stellt mir, also, irgendwie fände ich das auch witzig. Ich würde es nicht so harsch formulieren, aber ja, es ist schon spannend, ja. Also, ich würde mit Hitler auch ein Foto haben. Warte,
Arrogant Among Us! Aber gibt es eigentlich... Wieso ist das Internet so, Digga? Einen guten Grund, dass man kritisch gegenüber Niklas eingestellt sein sollte. Also, dass er Falschparker meldet, finde ich persönlich jetzt nicht ganz so schlimm. Mittlerweile ja, aber ist ja ein bisschen wegen Sachen aufgefallen, dass er irgendwie eventuell Betrug begeht, in dem Sinne, für sich... Ja, dass die meisten Meldungen ans Ordnungsamt überhaupt nicht bearbeitet werden. Es gibt ja auch Polizisten, die machen ja auch genau das, nur werden sie halt dafür bezahlt und das ist vollkommen in Ordnung, weil irgendwer muss das ja auch kontrollieren. Fun Fact, ich musste auch letztens 20 Euro zahlen, weil ich ohne Parkscheibe... Werden gefragt, Seo, habe ich irgendwie überhört. Wurde. Ich weiß ja genau in der Stadt, wo dieser Mann lebt. Ah! Geschimpft, Hex! Du Arschloch! Auch seine skurrile Art und was er so von sich gibt, ist mir völlig Wumpe. Bis auf eine Aussage, aber zu der kommen wir später. Nur diese Schwalbenaktion ja, und die darauf folgende Anzeige ist extrem lächerlich. Sollte das wirklich vor Gericht gehen, würde er niemals Recht bekommen. Und scheinbar würde die Passantin auch einen kostenlosen Anwalt bekommen, also das ist schon mal sehr beruhigend. Das ist schon sehr, sehr geil. Doch jetzt kommen wir zu dieser einen Aussage, die im Video getätigt wird. Aber irgendwie kommt man sich ja schon nicht mal wie in Deutschland vor. Und ich glaube halt eben, dass wegen dieser Aussage man mehrere Kommentare finden kann, wie sieht auch nicht mehr wie nach Deutschland aus, true. Halt's Maul. Aber man muss das Ganze schon so ein bisschen einordnen. Ja, das muss man einordnen. Das kennen wir jetzt nur out of context. Wir wissen nicht, was er dazu sagt, effektiv, aber das out of context klingt das erstmal nur seigartig. Weil davor wurde zu Niklas gesagt, wir sind gerade hier Hamburger Steiner. Wie fühlt sich das an? Fühlt sich das hier an, wie wenn du irgendwo in Mexiko wärst? Irgendwie schon, ja, also. Und vielleicht hat das Niklas angespornt, diese Aussage zu tätigen, auch wenn sie ja trotzdem nicht cool ist. Bezogen ist die Aussage dennoch auf den Hamburger Steindamm, was scheinbar der etwas weniger ansehnliche Bruder der Reeperbahn sein soll. Lol, und ich dachte, die Reeperbahn sei der weniger ansehnliche Bereich in Hamburg. Die Bild-Zeitung geht sogar noch weiter und nennt diese Straße die härteste Deutschlands. Ja, aber Digga, es ist Bild. Oha. Oha. Auch wenn diese Aussage von Niklas uncool ist. Martin, was ist geil, Bro? Ist irgendwie viel erschreckend. Kriegst du einen Trash aus dem Maul? Ja, dass diese zwei Sekunden bemerkt. Trashy dominiert mich im Brohalla. Das... Findest du doch... Das gefällt mir, Digga, das gefällt mir, Bro. Ich wollte dich sagen, er schreibt selber, Digga. ...in einem 23-Minuten-Video eben einige Kommentare auslöst, wie... Das Traurige, selbst ihm fällt auf, dass es nicht mehr wie Deutschland aussieht. Wacht auf, unsere Straßen sind zugesifft. Digga, so ein Scheiß. Selbst wenn komplett Deutschland super bunt mittlerweile wäre, wäre das vollkommen okay, aber dem ist ja nicht mal so. Natürlich hat Hamburg eine sehr große Kultur... Schön, ...Vielfalt, aber das wäre ja so, als würde man nach London gehen und sich wundern, warum man so viele Nicht-Engländer sieht. Ja, wow, an tollen Orten gibt's viel Tourismus. Also Kuss geht raus in Hamburg an der Stelle. Ihr seid super. In Großstädten war es häufig... Nein, also Bro, es ist Berlin, wenn ihr jetzt Berlin als positives Beispiel... Berlin ist so räudig, versifft und dreckig. Okay, ihm hier... Oh, Jungs, hier, da war ich... Da, guck mal, Jungs, spielt doch auf der... Hier, das... Obacht! Pass auf, Jungs, das lieber nicht... Jungs, das wieder kalt. Mach's bereit. Folgende Ablichtung, hier! Die ist genau auf die, auch dort ist starten. Wir standen genau dort. Halt, in Berlin hat schöne Ecken, aber es sind viele auch richtig räudig. Und wird es hoffentlich auch immer normal sein, dass mehrere Sprachen gesprochen werden und dass viele Kulturen aufeinandertreffen und man lernen muss, halt miteinander auszukommen. Wem das nicht gefällt und wer das nicht kann, dann zieh halt in eine Kleinstadt oder... Ja, yeah, zieh nach Bayern oder Brandenburg, da gibt's sonst nur drei Menschen. Eine süße Gemeinde oder komm halt einfach klar, Alter. Warum jagt keiner den Abschaum aus der Stadt? Alter, ich hoffe gerade, du sprichst von dir selbst. Meister, was soll ich mit diesem Kommentar machen? Kill him! Wir haben, wie gesagt, den Knecht. Leute, wie immer, seid besser und schreibt vernünftige, sachliche Kommentare. Ich weiß, manchmal ist man wütend und würde am liebsten einfach abranten und seinen Ärger Luft machen. Und vielleicht geht's einem dann sogar ein bisschen besser. Trotzdem bleiben die Worte und richten halt Schaden an. Also selten lösen sie eine Situation oder machen irgendwas besser. Ach so, Grüße vom Vergangenheits-CEO. Hier nochmal ein Dankeschön an CyberGhost für die Kooperation. Gutes Video. Das Android gucken wir jetzt noch nicht weiter, aber doch, gutes Video. Ich bin wirklich... Warum ist die Welt so, Bro? Warum geht's? Warum sind solche so derartige Leute Kommentare im Reich? Das ist kranker Scheiß, Digga.